Heute in der Folge wollen wir uns mit Fußball ein bisschen beschäftigen. Und zwar bauen wir uns heute einen schicken Fußballplatz, so wie du den hier siehst. Bei mir baue ich das Ganze natürlich hier so ein bisschen in meinen Vorort auf. Ich dachte mir, so ein kleiner Fußballverein, der macht sich hier ganz gut. Und damit das ja natürlich alles Wirklichkeit werden kann, müssen wir uns natürlich erstmal bauen. Von daher stopfen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Um sich so ein schönes Fußballfeld zu bauen, müssen wir natürlich erstmal das Maß einmal klären, wie groß denn das Ganze ist. Da fliegen wir einfach mal ein bisschen hier in die Luft und dann blende ich euch das Ganze ein. Wir machen jetzt an sich eine Breite von 53 Blöcken und eine Länge von 91 Blöcken. Dann kannst du dir hier erstmal ein schönes Rechteck einmal zeichnen. Natürlich ziehe ich mir das natürlich auch einmal nochmal vor. Ordnung muss ja sein, von daher ziehe ich mir natürlich die Außenlinie einmal mit. Wenn wir denn ringsrum das einmal so gezogen haben, fangen wir in der Ecke am besten einmal an. Da verbinden wir das Ganze hier mit drei einzelnen Blöcken. So, dann gehen wir jetzt hier einmal zur Seite weg. Da lassen wir jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke Platz. Ab den achten Block setzen wir die nächste Strebe hin. Die ziehen wir nach vorne mit einer Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, jetzt möchte ich hier natürlich nicht die lange Linie ziehen. Ich fliege jetzt einfach zur anderen Seite. Setzen wir auch hier wieder die einfach, zack, drei Blöcke hin, sieben Blöcke Platz lassen und wieder die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke einmal hinsetzen. So, jetzt verbinden wir das einfach mal zur anderen Seite. So, dann haben wir jetzt den nächsten Kasten auch fertig. Da fliegen wir jetzt einmal, würde ich sagen, noch nicht nach vorne hin, denn wir lassen jetzt wieder, sage ich mal, hier von der Außenlinie sieben Blöcke Platz. Ab den 8 wieder ein Block hin. Hier müsst ihr jetzt insgesamt nur 5 Blöcke nach vorne ziehen. Andere Seite auch. Ne, wir lassen jetzt zur nächsten Linie wieder so 7 Blöcke Platz, 5 Blöcke vorne ran. Dann könnt ihr vorne wieder einmal zuziehen. Jetzt sucht ihr einmal die Mitte. Ist eigentlich relativ schnell hier gefunden. Wir gucken mal, hier habe ich jetzt 6 Blöcke. Hier habe ich 6 Blöcke. So, Mitte hier. Dann lassen wir 3 Blöcke Platz. Ein Block hinsetzen. 3 Blöcke Platz lassen. Na, dann kommt jetzt unsere Linie. Lasst wieder 3 Blöcke Platz. Jetzt könnt ihr oben in der Mitte so ein Dreier hinsetzen. An den Seiten macht ihr dann einfach hier so natürlich so ein Zweier hin, gefolgt dann von zwei Einer. So, andere Seite natürlich auch. Gut, dann haben wir jetzt schon mal fast hier die Hälfte fertig. Ja, jetzt wird natürlich noch die Mittellinie. So, wir hatten ja, sag ich mal jetzt, eine Länge von 91 Blöcken, die sich hier draußen befindet. Das heißt, wir haben eine schöne Mitte. Und die Mitte wäre, na, weißt du's? Richtig. Das wäre denn, dass wir auf jeder Seite 45 Blöcke haben. Also wir haben dann jetzt, sag ich mal, auf der Seite hier 45 Blöcke, auf der Seite 45 Blöcke und die Mitte wäre dann, ja, wäre dann, wenn wir von der Seite zählen, der 46. Block von jeder Seite und das wäre dann die Mitte. Puh, da können wir dann hier einmal erstmal die Strebe hier rüberziehen. Wenn wir die rübergezogen haben, ist natürlich wieder die Aufgabe, suche jetzt vom Spielfeld genau die Mitte für unseren Kreis. Meine Empfehlung, richtet euch von eurem Tor, was wir jetzt, sag ich mal, schon haben. Hier haben wir ja schön die Mitte, da fliegen wir jetzt einmal zack, so schön nach oben weg. Markiert euch das gerne nochmal, dann wisst ihr mal, wo die genau ist. Jetzt richten wir uns von der Linie aus, zur Seite, jeweils 5 Blöcke. Ab dem 6. Block macht ihr einen Dreier hin, natürlich immer darauf achten, dass er schön auf der Mitte ist. Dann machen wir zur Seite einen Zweier hin, einer, Zweier und dann kommt wieder der Dreier. Zweier, einer, Zweier, Dreier. Das ist unser Kreis in der Mitte. Gut, dann mache ich mir meine Markierung wieder weg und dann bleibt noch eins übrig und zwar die andere Seite müssen wir noch genauso hinterherziehen, wie wir das jetzt da schon haben. Wie war denn das? Also wir fangen in der Ecke an, erstmal drei einzelne, da sieben Blöcke Platz lassen, dann setzen wir 13 Blöcke nochmal hin. So, jetzt fliege ich zur anderen Seite, so, da ist auch hier wieder, drei Blöcke hin, sieben Blöcke Platz lassen, 13 Blöcke wieder hinsetzen, dann können wir das vorne schon einmal wieder zuziehen. Wenn wir das haben, fliegen wir wieder hier zur Außenlinie. 7 Blöcke Platz lassen, 5 Blöcke hin. So, andere Seite auch nochmal. 7 Blöcke Platz lassen, 5 Blöcke hin. Und vorne wieder einmal zuziehen. Suchen hier wieder die Mitte raus. Einfach zu finden, 6 Blöcke hier freilassen, 6 hier. Wunderbar, Mitte. Block hin, jeweils 3 Blöcke vorne und hinten Platz lassen. Wieder 3 Blöcke Platz lassen, 3er hin. An den Seiten ein 2er und 2 Einer. Jo, dann haben wir schon mal unsere ganzen Markierungen für unser Feld fertig. Jetzt wird natürlich noch eine Sache und zwar der Rasen. Meine Empfehlung, Grasblöcke und Moosblöcke. Ich finde einfach, die passen super jetzt für so ein Fußballfeld. Und wie machen wir jetzt uns die Streifen hin? Wir wollen ja nicht zu viele haben und auch nicht zu wenig. Von daher sollten die eine Breite haben von 4 Blöcke. Fangt am besten auf einer Seite an und dann setzt ihr hier 4 Blöcke hin. Wenn euch eine Strebe natürlich dazwischen kommt von unserer Markierung, zählt der Block natürlich mit. Ne? Das heißt nicht, dass wir jetzt hier sagen, jetzt sehen wir hier nur
theoretisch dreimal unseren Grasblock. Das heißt, ich setze noch einen dran. Nein, wir lassen uns immer auf vier Blöcke. Egal, was dazwischen ist. Ziehen wir uns jetzt hier Strebel für Streber einmal lang. Und jetzt kommt natürlich hier auch wieder der Moosblock dann viermal. Und so ergibt sich das. Ne? Das können wir uns hier langziehen. Ich erspare mir das Ganze, weil ich habe mir das da drüben schon ja alles schon fertig gemacht. Da gehen wir gleich hin. So, das heißt, jetzt musst du erstmal deinen ganzen Rasen hier reinsetzen. Gut, dann hast du jetzt ein bisschen was zu tun. Kannst ja das Video anhalten, wenn du erstmal die Grünfläche hier einziehen willst. Andernfalls gucken wir uns jetzt mal ein bisschen das Spielfeld an. Denn hier wollen wir natürlich noch ein Tor bauen. Und wer möchte, kann auch gerne an den Seiten sich noch ein paar Fähnchen machen. Ich habe da jetzt Banners genommen. In Minecraft verschwinden aber Banners auf einer bestimmten Reichweite. Sehen wir uns das mal an. Guck, da hinten, ne, da sind die Banners. Jetzt fliegen wir ein bisschen weiter weg. Zack, sind so unsichtbar. Ist nicht so die optimale Wahl. Für die Außenmarkierung so eine Fähnchen kann man natürlich auch immer ein bisschen anders darstellen. Aber ich wollte es jetzt einfach mal machen mit Banners. Weil das sind ja praktisch unsere Minecraft-Fahnen. Gut, dann kommen wir natürlich jetzt noch zu einem Tor, was wir uns natürlich ja einmal basteln wollen. Ihr seht das Ganze hier schon vor uns. Ist relativ simpel, sich das aufzubauen. Eins habe ich mir erlaubt, schon mal hinzusetzen. Auf der anderen Seite machen wir das Ganze nochmal zusammen. Hier erwartet uns natürlich auch wieder eine Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Und zwar, ja, alles sehr übersichtlich. Also ihr holt euch einfach mal glatte Quarzblöcke, Treppen und Stufen raus. Also bitte auch das Glatte. Wir wollen bei unserem Tor wirklich keine Kanten und Ecken sehen. Das soll alles ineinander überlaufen. Und für unser Netz nehmen wir natürlich Spinnennetz. Ist ja schon enthalten, das Netz im Namen. Gut, dann wollen wir am Anfang. Also, wir wissen ja alle, wo ein Tor stehen sollte. Ne? Natürlich nicht genau auf dem Spielfeld, sondern hinter unserer Linie. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einfach mal unseren Quarzblock. Fliegen natürlich jetzt hier zum innersten Kasten. An der Seite einfach zwei Blöcke Platz lassen, ab den dritten nicht von außen. Setzen wir jetzt hier einmal viermal unseren Quarzblock hin. So, an der Seite auch. Zwei Blöcke Platz lassen und dann hier zack, ein Vierer einmal hinsetzen. Dann gehen wir nach hinten, lasst drei Blöcke Platz, setzt dann hier einen Zweier hin. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Ihr könnt dann gerne die Verbindungen zueinander in den Boden nochmal mit Quarzblöcken ersetzen. Sieht einfach ein bisschen schöner aus. So, dann kommen wir, würde ich mal sagen, gleich mal zum Spinnennetz. An den Seiten setzen wir jetzt hier zwei Reihen hin und dann, ups, muss ich auch ein bisschen treffen hier. Vorne setzen wir einfach zwei hin bei der dritten Ebene und hinten einmal freilassen. So, an der Seite auch, zack, zwei Reihen Spinnennetze, vorne zwei, hinten ein freilassen. Dann machen wir jetzt hier einfach mal eine umgedrehte Treppe. Hier oben drauf dann zwei Stufen. Hier dran machen wir dann mit Stufen einen Block. Oder man könnte auch einen Block hinsetzen, der geht auch. Daran dann wieder eine Stufe. Daran dann eine umgedrehte Treppe und hier hinten wieder eine normale umgedrehte Treppe an. Jetzt habe ich hier was falsch gemacht. Ich glaube, hier müssten wir, zack, die Treppe so anbringen. Genau. Habe ich mich gerade vertan. Aber das ist nicht so wild. Fangen wir am besten nochmal hinten an. Also, normale Treppe ran, umgedrehte drauf, Stufe rauf. Formen wir uns hier einen Block. Treppe einmal an diesen Block ran und darauf dann hier nochmal zwei Stufen. Wir bleiben noch bei den Stufen. Wir können hier oben nochmal das Tor miteinander verbinden. Machen wir einfach so einen Stufenblock draus, was ja nicht wirklich ein Block ist, aber das sieht ganz gut aus. Dann nehmen wir natürlich noch unser Spinnennetz und machen hier oben natürlich noch das Netz rein. Wir lassen das so, dass halt die Stufen ein bisschen überstehen. Dann machen wir jetzt hier oben zweimal Spinnennetz hin. Hier hinten auf der Seite machen wir natürlich auch nochmal zwei weitere Reihen. Und dann verbinden wir das einfach noch mit einer einzelnen Reihe hier. Zack. So, dann haben wir unser Tor auch fertig. So, ich muss nur das ein bisschen wegkommen, was so viel ist. Ja, wunderbar, passt alles. So viel denn zu einem Minecraft-Fußballfeld. Ich habe mir das natürlich jetzt hier schön platziert in meiner Häuserecke. Ich werde das Ganze noch ein bisschen mehr gestalten. Also ich lasse das jetzt nicht einfach so. Ich habe mir gedacht, weil ja, sag ich mal, jetzt hier neben meinem Häuschen so ein bisschen, ja, Platzmangel ist, dass man da jetzt nicht wirklich noch ein ordentliches Haus... Na gut, man könnte noch ein Haus bauen, aber es wäre ein bisschen eng. Mache ich jetzt diese Fläche später noch zu einem Parkplatz. Habe mir gedacht, dann mache ich mir hier so einen Weg hier ringsrum ums Fußballfeld und dann will ich mir hier noch so ein Vereinshaus bauen. Wie das aussehen wird, weiß ich noch nicht. Da muss ich selber mir noch Gedanken machen. Da wird dann auch, glaube ich, eine Baufolge kommen. Ja, machen wir dann daraus eine Baufolge bestimmt wieder. Müssen wir mal schauen. Ja, ansonsten könnt ihr gerne Vorschläge machen, was so an einem Fußballfeld an der Seite noch sein sollte. Dann kommt das in der nächsten Folge dann auch noch dazu. Andernfalls findest du natürlich wie immer oben in der Infobox noch weitere tolle Videos, wenn dir das hier gefallen hat. Sonst abonniere noch gerne den Kanal, bleibst du mal auf dem laufenden Stand. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein! Und ciao.